Willkommen! Ich bin der Jürgen und das hier ist die Bastelgarage. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wie man schon auf dem Thumbnail oder in der Beschreibung lesen kann, geht's heute um einen Vorsatz für eine Dominofräse. Dominos, das sind diese Holzteile, während ein normaler Holzdübel ja rund ist. Ist das etwas länglich? Das braucht man eigentlich viel, um, sagen wir mal, bei Stühlen die hintere Lehne und die Sitzfläche miteinander zu verbinden. Wenn ich dann nur einen Dübel reinsetze, ist das hier zu weich. Deshalb werden solche sogenannten Dominofräsen reingesetzt. Und da gibt es auch eine spezielle Fräse für. Ich glaube, einzig und allein von Festool, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls unbezahlbar. Und deshalb habe ich mir jetzt hier dieses Vorsatzgerät gebaut und dann hier in meinem Fall die Makita Oberfräse reingesetzt. Und damit kann man das genauso gut selber sich herstellen. Ist ein bisschen aufwendig, deshalb dauert das Video auch etwas länger. Seid gespannt! Zunächst müssen wir in diese beiden 76 x 23 x 27 mm großen Klötze müssen wir Führungen reinschneiden, und zwar um diese linearen Führungen da hineinzukriegen. Ich habe jetzt hier die Tischkreissäge eingestellt, das hier ist ungefähr 3,5 mm. Die haben einen Innendurchmesser von 8 mm und außen 15 mm. Und das heißt, ich muss jetzt hier eine 15 mm breite Nut reinmachen. Natürlich habe ich keine 15 mm Fräse, deshalb mache ich das jetzt hier an der Tischkreissäge. Bei dem 50 x 66 x 23 mm Klotz müssen wir die kurze Seite, die jeweiligen Kopfseiten, genauso mit einer Nut versehen. Jetzt habe ich ja hier dieses Mittelteil und da kommen jetzt rechts und links die linearen Führungen rein. Bei mir sind sie etwas locker, das ist aber nicht weiter schlimm, da kommt nachher mit zwei Komponentenkleber klebe ich das fest. Und damit das jetzt richtig schön Halt hat, klebe ich das jetzt hier erstmal schön hier rein. Der lineare Stab hier von 8 mm, der soll ja nachher hier rein. Der führt das Ganze, muss aber da irgendwie hin, um das da festzubekommen. Und dann nehme ich einfach einen 8er Bohrer, schiebe den hier durch, richte das ein bisschen aus und mache mir da und auf der anderen Seite jeweils eine Vertiefung rein mit der Spitze des Holzbohrers. Hier an der Standbohrmaschine bohre ich jetzt mit einem 8er Bohrer da zwei Löcher hinein. Hier habe ich jetzt auch die linearen Führungen reingesteckt und mit ein bisschen Klebeband rechts und links hier festgeklebt. Dann habe ich die Stangen, habe ich hier zwei Unterlegscheiben und eine Feder auf der Seite und auf der anderen Seite diesen Spanner hier, diesen Feststeller hingemacht. Das Ganze bauen wir jetzt mal zusammen. So ist das jetzt grob. Und dann kommen hier hinten auch die Führungen durch, die Metallstäbe. Und das Ganze muss natürlich jetzt hier irgendwie befestigt werden. Und jetzt habe ich mir hier vom unteren Rand 14 mm und von der Seite 9 mm angezeichnet. Und das bohren wir jetzt mal auf beiden Seiten da rein. Noch kurz zur Erklärung, warum diese 14 mm vom unteren Rand. Und zwar, das Ganze liegt ja hier auf und kann sich eigentlich nicht bewegen. Es müsste ein bisschen Luft hier zwischen sein. Deshalb, das Holz ist 22 mm dick in 14 mm Höhe. Dann kommt das Ganze hier hin, hat hier Luft und kann sich frei hier oben bewegen. Aber bohren wir mal die Löcher da rein. Das ist wieder 8 mm und wir bohren das Ganze natürlich nicht durch, sondern nur ungefähr so in die Hälfte des Ganzen.
Dann setzen wir das Ganze mal zusammen. So, und da jetzt hier unten drunter etwas Hohlraum ist, kann man das Ganze schön hin und her fahren, beziehungsweise vor und zurück. Kleben wir das Ganze mit ein bisschen zwei Komponentenkleber zusammen. Und als nächstes kleben wir dann diese vier Stangen an der Seite fest. Wie schon erwähnt, alle Materialien, Werkzeuge und so weiter findet ihr unten in der Beschreibung. Lassen wir das Ganze einfach mal trocknen. Dann verleimen wir jetzt das Oberteil mit dem Unterteil. Setzen die Zwingen drauf und lassen das Ganze trocknen. Hier ist das ganze Teil jetzt mal ausgepackt. Das lässt sich jetzt halt prima hier nach vorne schieben. Hier ist ja die Feder, die das immer wieder zurückdrückt. Gleichzeitig kann man das nach rechts und links schieben. Und bevor ich jetzt vorne die Halterung dran mache, diese hier, dieses gerade Stück, werde ich das Ganze hier von unten drunter mal verschrauben. Als nächstes kommt hier die senkrechte Halterung dran. Wie gesagt, das sind zwei aufeinander geleimte 8 mm Platten, also dass ich hier 16 mm habe. Und das kleben wir jetzt mal ein bisschen hier dran. Jetzt müssen wir irgendeine Befestigung haben, um die Oberfräse hier dran festzumachen. Und dafür habe ich hier diesen Klotz, wie gesagt, 80 x 90 mm, habe mir die Mitte angezeichnet, da schneiden wir jetzt erstmal ein Loch rein. So sieht das gute Stück jetzt aus. Da kommt nachher hier die Oberfräse durch. Als Halterung, aber irgendwie ist das ja lose da drin, das muss ich festmachen. Deshalb habe ich geplant, nachher hier einen Schnitt reinzumachen, damit das Ganze zusammengedrückt werden kann. Und von hier oben sollen solche Imbusschrauben, zwei Stück rein, mit denen man das Ganze festdrehen kann. Anschließend sollen die Ecken hier abgeschnitten werden, damit das oben ein bisschen rund ist. Aber ich muss natürlich erst die Löcher bohren. Ich habe jetzt hier einen 10er Bohrer. Für meine Imbusschrauben so, damit die tief genug reingehen, und habe auch einen Anschlag gemacht. Also ich bohre jetzt erstmal nur, hier kommt der Schnitt hin und ich bohre ungefähr bis hierhin, damit der Kopf versenkt werden kann. An der Carbon-Gehrsäge schneide ich jetzt oben mal kurz die Ecken ab. Hier schleife ich das jetzt ein bisschen rund. Hier habe ich jetzt einen 5,5 mm Bohrer. Damit bohre ich hier in das Loch rein. Durch den dickeren Bohrer habe ich ja da drin einen Punkt, den ich genau treffe. Das ist die Mitte. Und anschließend mit einem 6 mm Gewindeschneider schneide ich mir da ein Gewinde rein. Hier an der Bandsäge säge ich mir jetzt diesen Schlitz an der einen Seite da rein.
Dann habe ich jetzt hier zwei Imbusschrauben reingesetzt und damit kann man das Ganze dann hier schön zudrehen und festklemmen. Dann kommt das Ganze ja hier drauf und soll dann hier hin und her fahren. Jetzt ist das natürlich hier ein bisschen blöd, das festzuhalten. Deshalb möchte ich hier oben einen Griff, diesen Griff haben, das hin und her zu schieben. Brauche natürlich dann hier, wenn man das von der Seite aus sieht, eine Erhöhung. Und das ist dieses Brett hier. Das ist 90 x 150 mm. Und das soll jetzt hier vorne dran. Das heißt, das kommt hier drauf. Da muss ich jetzt noch das Loch reinschneiden. Dann habe ich mir das hier angezeichnet. So, da seid ihr. Hier, das schneide ich jetzt vorher noch halbrund ab. Wie gesagt, hier kommt der Griff dran. Und hier muss ich noch das Loch reinmachen. Das Loch machen wir folgendermaßen. Ich habe hier noch meinen Kreisschneider. Den setze ich hier am Rand rein. So, damit müsste ich dann genau die Mitte haben. So, da ist dann der Mittelpunkt. Bohren wir das mal raus und schneiden das dann anschließend hier oben ab. So sieht das gute Teil jetzt aus. Und das kommt jetzt hier so da drauf. Und dann soll hier oben drauf der Griff gemacht werden. So, das leime ich jetzt mal hier fest. Wie man eben sehen konnte, habe ich natürlich auch hier diesen Schlitz übertragen, damit das Ganze sich zusammendrücken kann mit den Schrauben. Ich würde sagen, wir kümmern uns um den Griff. Den mache ich jetzt hier hinten halbrund und hier habe ich so ein Griffteil reingemacht. Und das sägen wir jetzt auch an der Bandsäge aus. Zeige ich aber nicht, ich zeige euch nur, wie es fertig aussieht. Das habe ich jetzt hier ein bisschen rundherum geschliffen. Das passt ganz prima und so sieht jetzt der Griff aus. Habe ich mir einfach angezeichnet und dann schön an den Ecken rund geschliffen. Der soll jetzt hier oben dran. Den leimen wir erst. Und wenn das Ganze ein bisschen angezogen ist, dann werden wir auch hier noch eine Schraube reinsetzen. Jetzt muss ich ja später, wenn ich hier durchgefräst habe in der Höhe, hier einen Anschlag haben. Und dieser Anschlag, das sind diese Brettchen hier unten und die dreieckigen hier an der Seite. Das Brett hier, da mache ich mir jetzt zwei Nuten rein. Später kommen hier noch Rampermuffen rein, um das Ganze dann, also das kommt dazwischen, um das dann hoch und runter fahren zu können. Und die fräsen wir uns jetzt mal da rein. So kommt das Ganze dann hier nachher hinten drauf. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, ich muss ja hier Höhen einstellen können. Wie gesagt, dafür haben wir ja das ausgefräst. Das kommt unten drunter und die beiden kommen rechts und links. Das steht hier etwas über, deshalb habe ich dann hier eine Führung. Das kommt hier zwischen, da werden nachher noch Löcher gebohrt. Jetzt muss ich natürlich etwas sehen können, und zwar wo ich hier unten drunter, wo der Fräser, wenn der rauskommt, dass ich das sehen kann, wo die Mitte ist. Und da habe ich mir diese 2-4 mm Bretter. Und da schneiden wir jetzt mal diese Ecken hier raus. Hier habe ich noch ein Stück 4 mm Plexiglas. Das kommt später hier rein. Dieses Holz da drüber. Und dann kann man das genau sehen, wo das ist. Schneiden wir uns das mal an der Bandsäge einfach raus. Das ist jetzt nochmal der Griff. Da hatte ich jetzt die Schraube reingemacht. Das kommt ja hier drauf. Ich habe aber eben festgestellt bei so einer Probe, dass je nachdem, wie das hier ist, schleift das hier unten, dieses Stück hier hinten von der Maschine hier. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, ein 4 mm Brett hier noch drauf zu leimen, damit das Ganze hier höher ist, damit ich hier etwas mehr Platz habe. Das leime ich jetzt einmal zusammen und dann habe ich ja diese zwei Brettchen hier zurechtgeschnitten.
Und zwar werden die jetzt auch aufeinander geleimt. Und hier kommt dann später das Plexiglas rein. Und das Ganze sieht dann so rum aus. Und hier mache ich mir einen Strich, damit ich sehen kann, wo die Mitte ist. Aber ich leime das jetzt einfach mal zusammen. Zeige ich jetzt nicht. Machen wir gleich dann, wenn da alles zusammengeleimt ist, weiter. Hier habe ich jetzt das Plexiglas und da muss ich jetzt die Mitte anzeichnen. In meinem Fall mache ich das einfach so. Ich habe mir jetzt hier die Mitte rausgeholt und zeichne das mit einem Cuttermesser. Mache ich einen Schnitt da rein oder mehrere kurze. So. Und da machen wir jetzt ein bisschen Farbe rein, damit man das von der anderen Seite gut sehen kann, wo die Mitte ist. Hier habe ich jetzt etwas rote Farbe. Die schmiere ich jetzt da drüber, dass sich das schön in den Ritz, dass das schön da reinläuft. Wische das Ganze ab. Und dann habe ich einen roten Strich, genau da, wo die Mitte ist. Jetzt kleben wir das ein bisschen zusammen. Um jetzt für das Glas, was hier reinkommt, hier eine bessere Auflagefläche zu haben, hier fehlt ja ein bisschen, habe ich mir jetzt so ein kleines Stück Holz zurechtgeschnitten und leime das dann da einfach mal gerade drauf. Nun wird es Zeit, hier dieses Loch reinzuschneiden. Ich mache das mal an, im Moment ist das alles lose. Machen wir gleich fest, aber ich bohre jetzt erstmal da rein. Durch die Feder hier hinten drin wird er ja immer zurückgezogen. Und jetzt mache ich hier vorne, schiebe ich die Maschine so weit zurück, dass die hier bündig aufhört und schraube das Ganze mal fest. Kleine Probe, da das funktioniert, das kann man nach rechts, links, vor und zurück schieben. Jetzt habe ich hier zwei Löcher reingebohrt. Das ist die Seite, wo der Ritz drin ist. Hier habe ich mir die Mitte angezeichnet. Die Löcher habe ich ein bisschen größer gemacht, damit man das hier ein, zwei Millimeter nach rechts und links im Notfall verschieben kann. Das schraube ich dann jetzt mal da an. Das Teil ist ja jetzt fertig. Das muss hier oben drüber und ich muss jetzt nur noch die Höhe haben. Das heißt, ich halte das jetzt mal hier dran. Das ist so, dass hier so 3-4 mm übrig sind. Habe hier einen 6er Bohrer und mache dann hier mit dem Bohrer nur mit der Spitze hier ein Loch rein, dass ich die Spitze habe. So, dann habe ich jetzt hier die Spitze drin. Dann werde ich jetzt mit dem Winkel mal, ja, ist gerade und werde hier auf der anderen Seite ebenfalls oben in der höchsten Position dieses kleine Loch reinmachen. Und da bohren wir uns jetzt ein 10er Loch rein und setzen diese Rampermuffen da rein. Und damit können wir das Ganze dann hier festschrauben und je nach Schichtdicke des Holzes können wir das verändern. Da habe ich jetzt die zwei Löcher drin und da machen wir jetzt diese schönen Rampermuffen rein. Die Schrauben sind jetzt dran, also ich habe das Ganze hier festgeschraubt und hier habe ich mir einen Mittelstrich gezeichnet. Und wenn ich jetzt ein Brett habe oder zwei Bretter, die ich miteinander verbinden möchte, dann habe ich mir hier auch die Mitte angezeichnet, halte das hier drauf und kann so genau sehen, ob ich hoch oder runter muss mit diesem Anschlag. So habe ich ihn jetzt genau in der Mitte durch diese Markierung hier. Zur Probe mal, wie gesagt, diese zwei Bretter, die möchte ich jetzt hier über Eck zusammen machen. Da mache ich jetzt einfach, die lege ich hier schön gleichmäßig aneinander. So, und werde dann hier irgendwo in der Mitte einen Strich über beide Bretter ziehen. So. Hier habe ich ja jetzt den tiefen Einstellring
Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dübel Domino Hüt habe, der 40 mm ist, stelle ich mir den hier auf 20 mm ein. Hier ist dann der Ring. So, und damit drehe ich das Ganze fest und habe dann einen tiefen Anschlag. Hier in meinem Sichtfenster sehe ich dann jedes Mal die Spitze rausfahren. So, ich habe ja jetzt hier diesen roten Strich, den halte ich hier auf den Strich, den ich hier aufgezeichnet habe, und dann legen wir los. So, probieren wir mal aus, ob das passt. Und das passt wirklich super gut. Jetzt muss ich vielleicht noch dabei sagen, diese Domino-Dübel waren mir zu teuer, um die zu kaufen. Die habe ich mir selber gemacht. Und zwar habe ich mir hier eine 8 mm Buchenleiste. Die ist auch, das muss ich mal gerade sehen, in meinem Fall 2 cm dick. Die habe ich halt einfach an der Oberfräse mit einem Kantenteil schön hier, kann man das sehen, die auf allen vier Ecken das rund gemacht und dann in meinem Fall auf 4 cm geschnitten. Das klappt erst klassisch. Und jetzt kommen wir zur Materialliste. Die Materialliste. Einmal 154 x 116 x 8 mm. Zwei Stücke. 140 x 116 x 16 mm Dicke. Das heißt, ich habe hier zwei Stücke aufeinander geleimt. Dann diese Stücke. Brauchen wir zwei Stück von. Die sind 154 mm mal 22 mal 8 mm groß. Dann brauchen wir hier einmal 116 mal 40 mm, 8 mm Dicke. Zwei Stücke nur 4 mm dick. Die werden nachher aufeinander geleimt, dass wir auch auf 8 mm kommen. Und zwar sind die 116 mal 60 groß. Die beiden Seitenteile hier rechts und links, die sind 70 x 48 mm, hier an der Kante 18 mm und hier unten 8. Und dann schneidet man hier die Schräge ab. Dazu kommt dann noch ein 4 mm Stück Plexiglas, was dann später hier hineingeschnitten wird. Also da reicht dann ein Stück von 64 x 30 mm. Der Ausschnitt, dieser hier, ist 64 x 30 mm und der Ausschnitt wird nachher 40 x 25 mm. Dann brauchen wir hier vier von diesen Brettchen 80 x 90 mm und die werden dann hier zu einem solchen Block zusammengeklebt. Dann brauchen wir hier ein 80 x 150 mm Brettchen, alles 8 mm Dicke. Weiter geht's mit diesen Stücken. Diese zwei Stücke, die sind jeweils 76 mm mal 23 mal 27 mm groß. Und das Stück hier ist 66 mal 50 mm und 23 mm dick. Dann einen solchen Buchenholzgriff, und zwar 18 mal 25 mal 120 mm lang als Griff. Dann brauchen wir hier zwei Führungsschienen, Lineare, die sollen 8 mm im Durchmesser haben und 120 mm lang sein. Dann brauchen wir 8 lineare Führungen mit einem 8 mm Durchmesser. Und wir brauchen sogenannte Stellringe. Die kommen nachher hier drüber, um eine Entfernung festzustellen. Alles unten drunter werde ich natürlich verlinken. Könnt ihr dann gerne da mal nachschauen. Auch wenn das Video etwas länger geworden ist, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe, aber es sind doch einige Einzelheiten zu beachten, die man hier vielleicht etwas genauer beschreiben muss, denke ich oder hoffe ich eigentlich, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns demnächst hier in der Bastelgarage. Gruß, euer Jürgen.